Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Vigor auf der Xbox One X und das an diesem wunderschönen Mittwoch. Und Mensch, lange ist es her, denn ich bin alleine in Vigor. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon wieder die Hosen voll. Ja, wir haben ja eine ganze Weile jetzt immer mit dem Vogelmann hier Vigor zusammen Koop gespielt, eigentlich seitdem der Koop drin ist in dem Spiel. Jetzt ist der Vogelmann die Woche nicht da, das habe ich euch ja schon im PUBG und im Apex Video gesagt. Aber nun ist es halt auch in Vigor so, dass wir alleine uns rumschlagen müssen. Aber ganz alleine wollte ich es nicht machen, dafür habe ich viel zu viel Schiss, ihr kennt mich ja. Stattdessen mache ich hier einen Livestream heute wieder für euch und für die YouTuber da draußen natürlich klassisch die Vigor-Folge zum Mittwoch. Und ja, ansonsten, ich versuche natürlich auf den Chat wieder so ein bisschen mit zu reagieren. Nimmt es mir natürlich nicht übel, wenn ich in hitzigen Situationen nicht drauf reagieren kann. Dann bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Ich habe eine schöne Waffe mitgenommen, also glaube ich. Die hat man mal irgendwo mal in einer Kiste drin gehabt. Wo sind wir denn? Fängt ja wieder schon gut an. Stehe ich am Ausgang? Kann das sein? Ich habe mich gerade nicht gesehen. So. Gehen wir erstmal in die Option rein. Ich habe auch jetzt schön laut gemacht. Und dann auch gleich die Schneemap. Ah. Muss das sein? Was? Das hat Schaden gekostet? Was? Das war doch gar nicht hoch. Aber das ist der Ausgang, Tatsache. Nee, ich will ja nicht raus. Ich wollte nur mal gucken. Oh, ich habe das dumpfe Gefühl, wir verlieren gleich die neue Waffe. Scheiße. Ich laufe hier voll offensichtlich rum. Das ist nicht gut. Ah, da hinten ist ein Haus. Wir gehen in das Haus hinein, in das kleine Haus, in das kleine Haus. Schmeißen dann den Fremden raus, ballern ihn einfach um. Keine Ahnung. So, Freunde, jetzt aber. Butter bei der Fische. Wo ist denn der Eingang? War da gerade Schüsse? Oh, jetzt habe ich ein Haus gefunden und hier ist nicht drinne. Ich glaube, ich muss lauter machen. Meine Frau hat auch wieder pünktlich zur Aufnahme. Hat die den Geschirrspüler angemacht. Das ist natürlich mega. Super. Hörst keine Umgebung, aber den Geschirrspüler. Hauptsache, das Geschirr wird sauber. Super klasse. Ich höre was. Ich glaube, hinter uns ist jemand. Nee, ich habe es mir eingebildet. Okay. Toni, irgendwann werde ich hier noch echt schizophren in dem Spiel. Irgendwann. Warum muss es direkt eine Schneemap sein? Da wird man immer so schnell gesehen. Finde ich nicht cool. Gucken wir erstmal an die Autos. Aber da ist kein Loot. Kein Loot, das tut nicht gut. Ja, ein bisschen Metall. Nehme ich. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Waffe schießt. Ich habe die jetzt nicht auf den Schießstand ausprobiert. Was ist denn das eigentlich für eine? A74 KSU. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Da drüben ist der nächste Ausgang, ne? Kann das sein? Nein, wir gehen nicht raus. Keine Sorge. Komm, öffne. Oder nimm mit. Besser gesagt. Nee, das ist kein Ausgang. Nur ist einfach nur zu. Aber hier ist ein Kofferraum. Oh, Munition. Meine Fresse. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe ja auch ganz viele Waffen noch. Für die wir noch keine Munition haben. Und die wir leider auch noch nicht craften können. Ich gucke gleich mal auf die Karte. Keine Sorge. Ich versuche nur erstmal einen Ort zu finden, wo wir relativ safe sind. Hier, das sieht ganz gut aus. Halt, falsche Taste. So, da sind wir. Wir können ja mal, ja, hier hinten lang spazieren. Genießen einfach mal das schöne winterliche Wetter. Jetzt, wo es gerade draußen warm wird, ne? Aber ich muss auch sagen, wir hatten ja auch gar keinen Winter. Also hier in Berlin? Nö. Ich glaube, einmal war Schnee. Und da war es ein bisschen außerhalb von Berlin gewesen. Aber ansonsten, nichts. Also das ist an sich nicht verkehrt,
Aber wenn du so ein bisschen Winterstimmung haben willst, so ein bisschen, weißt du, oder vor allem mit deinem Kind mal so ein bisschen Schlitten fahren willst, ja, hast du keine Chance gehabt. Ich mach mal kurz, hier war schon jemand. Da ist noch was ungelootet. Oh, das ist sogar gut. Her damit. Die nehme ich auf jeden Fall gerne. Das Lagerfeuer. Da singt das Lagerfeuerlied. Ignorieren wir aber erstmal. Ich habe auch keine Ahnung, ob die jetzt auf der Entfernung gut ist, die Waffe. Es wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Da liegt noch was. Ich sehe was. Aber ich traue dem Frieden hier gerade nicht. Nimm die Scheiße in die Hand. So, Dankeschön. Mann, 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 Mann. Aber wenn ich abgeschossen werde, bin ich selbst dran schuld. Ich laufe hier ganz schön offen rum. Och, der Wolf. Mach mich nicht kirre, Kollege. Aber seht ihr jemanden rumlaufen? Eigentlich nicht. Ich sehe auch keine Fußspuren irgendwie, die darauf hindeuten, dass hier mal jemand war. Wo war denn die Zone? Die Abwurfzone? Können wir mal gucken. Ach, da hinten. Na ja, gut, dann werden die sich eher darum treiben. Warte mal. Okay. Habe ich mir wieder eingebildet. Ich dachte, da hat sich was bewegt zwischen den Bäumen. Ja, ich weiß nicht. Wir haben netten Loot. Wir wollen ja auch irgendwann mal wieder das Schalterlevel updaten. Oder upgraden. Aber dann ist natürlich die Frage. Holen wir uns heute noch den Abwurf oder holen wir ihn uns nicht? Hier war noch keiner, guck mal. Aber jetzt noch mehr Samen. Und die Samen brauche ich, Freunde. Wir können ja erstmal rausgehen und danach gehen wir noch mal rein. Ach, hier ist schon Ende im Gelände. Ach was. Na gut, dann gehen wir erstmal raus und danach machen wir eine Runde, wo wir uns den Abwurf kümmern. Ist hier noch irgendwas? Nö. Boah, ich wollte gerade sagen, das kam mir so abrupt. Ich habe jetzt schon gedacht, das Spiel ist abgekackt. Meine Fresse. So, dann nehmen wir kurz die Samen mit. Starten gleich direkt die nächste Runde. Im Singleplayer findet man auch verhältnismäßig schnell eine Lobby, muss man auch sagen. Also das ist jetzt nicht so wie im Multiplayer, wo man hier doch mal 5 Minuten für eine Loppe sucht. Also das geht. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht, ne? Mit Vogelmann versuche ich ja doch schon immer ein bisschen länger auf der Map zu bleiben. Wisst ihr ja selber. Oder mittlerweile probieren wir es halt. Es sei denn, der kriegt wieder Schiss um sein Loot. So. Dann lassen wir hier die ganze Sache laden. Gehen wir hier erstmal kurz ran. Ja, na seht ihr? Na wunderbar. Dann machen wir doch hier erstmal das Metall auf jeden Fall. Sehr schön. Ach, schade. Dafür reicht es jetzt wieder nicht. Oh, ernsthaft? Ach nee, doch, es reicht. Aber erst wenn das fertig ist. 1 Stunde 29. Na, schönen Dank auch. Wir lassen auch mal kurz noch ein paar Sachen hier. Zum Beispiel die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das, das und das. Dann können wir auch gleich mal auf den Schießstand gehen, solange der jetzt hier die Lobby sucht. Mach mal doch. So. Waffe in die Hand. Einmal nachladen. Dann testen wir doch mal das Ganze. Ah. Wie sieht es denn auf der Entfernung aus mit der? Jo, da hat gesessen. Boah, schon eine Lobby gefunden. Alter, Falter. Also ihr seht schon. Das geht rucki-zucki, wenn man alleine spielt. Das ärgert mich jetzt sogar fast, denn ich wollte eigentlich die hinteren Ziele noch schnell ausprobieren. Aber okay. Aber ich finde es gerade gut, dass ich zumindest 90 Schuss mitgenommen habe, weil ich glaube, man hat es jetzt schon gesehen. Man kann ziemlich schnell alles verballern aus der Waffe. Na, mal gucken. Wir wollen ja jetzt überleben. Wir wollen uns ja die Lootbox holen. Das ist jetzt das Ziel.
Ob ich mich umentscheide, weiß ich noch nicht. Kann ja auch sein, dass ich auf einmal so voll die krassen Sachen finde, wo ich sage, oh mein Gott, die brauche ich aber. Denn wir müssen noch 3 Upgrades machen, noch 3 Stück. Und erst dann können wir wieder ein Schalter-Level hoch. Jetzt haben wir ja schon 1, ich glaube, dann fehlen nur noch 2. Aber diese 2 sind wieder so, du brauchst wieder dieselben Materialien, immer für immer dasselbe. Und dann brauchst du alles 100-fach. Übel. Übelste Sorte. Ah, wir sind auf der Kackseite. Oh nö. Oh nö. Wo ist denn... Okay, da hinten war die Zone. Na gut. Raus aus dem Schnee. Und ab. In den schönen grünen Wald. Die Vögel singen und lachen. Herrlich. Oh Gott. Habt ihr es gehört? War das ein Eichhörnchen? Und da läuft keiner runter, ne? Nee, nee. Also Vigo alleine spielen ist immer noch eine ganz andere Hausnummer. Ist ja alles offen hier unten. Scheiße. Ich hab ein bisschen Angst und die Hosen voll. Deswegen bin ich so ruhig, damit ich die Umgebung höre. Ich meine, eigentlich muss man ja keine Angst haben. Es hört sich doch so friedlich an. Die Vögel zwitschern, ihr Liedchen. Oh, das war falsch. Na, sag mal, gehst du jetzt an den Spind ran? Hörst du jetzt... Was war dieser Spind? Ich hock mich mal hin. Ey, du blöder Mistspind. Gut, dann halt nicht. So, jetzt aber. Komm schon, du Dreckspind. Ja, meine Fresse. Oh, nochmal Metall, das ist sehr gut. Nur noch mal ganz kurz nach unten, denn Gefahr kann lauern. Machen wir mal Fenster auf, gucken mal da drüben raus. Kann ich nicht durchs Fenster? Doch. Oh, ach komm. Hör auf rumzuspinnen. Das schafft ein Dreijähriger. Ja, gut, fast. Die Tür zu. Mach die Tür zu. Oh, jetzt kriege ich schon wieder so viel Metall. Oh, Menno. Hört ihr das? Oder ist das mein Geschirrspüler? Ich kann es nicht rausfiltern. Der Geschirrspüler ist gerade in diesem Modus, der am lautesten ist. Furchtbar. Haushalt ist tödlich, ich sag's euch. Zumindest bei Vigo. Nee, ich glaube, das ist der Geschirrspüler. Blöder Geschirrspüler. Hör auf. Ist hier nicht irgendwo die Treppe? Bin ich gerade blind? Oder ist es so ein Haus, wo es keine weitere Etage gibt? Kann auch sein. Aber ich gehe mal lieber hinten raus. Da ist auch wieder so eine Scheune. Ich bin ja überhaupt kein Scheunenfreund. Hallo? Schon jemand hier drin? Ich komme jetzt rein. Oder war das die, die wir hatten? Nee. Ich guck mal hoch.
Nee, nee, hier waren wir noch nicht. Kommt sie mir nur so vor, oder finde ich hier besseren Loot, als wie wenn ich mit Vogelmann spiele? Wieder runterspringen? Ist das eine gute Idee? Lass mal Fenster auf, ein bisschen lüften hier drinnen. Stinkt's ja. Aber keine Spieler. Ich meine, das ist ja ein gutes Zeichen. Wir wollen ja überleben. Na los, komm. Komm. Na nun, na jetzt. Hör auf rum zu albern. Machen wir halt das auf. Ja, ja. Ach so. Ah! Oh, oh, hab ich mich erschrocken. Verdammte Axt. Du blöder Penner. Mein schöner Loot. Menschenskinder. Na, immerhin mal wesen nicht von den Schwarzen umgebracht worden. Meine Fresse. Ah! Oh. Na, da muss der schön da unten, hast du ja gesehen, hat er unten schön gelauert. Naja, da wird die Fenster gehört haben, wird sie gedacht haben, naja, warten wir mal ab, bis er runterspringt. Danach mache ich einen Plot. Ah! Hm. Könnte ich mich ärgern? Oh, Humi. So. Okay. Wir sind bei 16 Minuten, da kommt eine Runde noch los. Ärgerlich, jetzt ist die Waffe weg. Tudum. Ich meine, das ist nicht schlimm, die Waffe habe ich nochmal, Tatsache. Aber. Mit der Munition. Da sieht schon ein bisschen schlimmer aus. Ach, Manu. So, wo haben wir sie denn? Hier. Einmal. Nee, zweimal habe ich sie noch. Habe ich noch Munition dafür? 55 Schuss. Letzter Versuch mit der. Oder kann ich die craften? Habe ich jetzt gleich drauf geguckt. Nee, egal. Wir suchen direkt eine Loppe. Dann probieren wir uns jetzt gewesen mal auf den Schießstand. Und gucken, wie weit wir schießen können. So. Ja, der hat gesessen. Der da hinten. Hör mal auf, so zu wackeln, Kollege. Nee, der dann, der war nicht. Der hat gesessen. Der nicht. Ist jetzt auch das Weiteste, ne? Ja. Mit ein paar mehr Schuss klappt es dann auch. Ein bisschen streuen lassen. Ja, der ist dann auch weg. Okay. Aber was mir ein bisschen fehlt bei Vico, ist Luft anhalten. Weil ich habe auch schon mal eine Waffe hier gehabt. Ich weiß gar nicht mal, wie sie hieß. Ja, wackelt der so dermaßen. Also da denkst du ja, der ist besoffen. Und du hast auch keine Möglichkeiten. Also selbst wenn du anlegst, der ist so am Wackeln. Das finde ich ein bisschen pervers. So ein bisschen. Genauso wie der Geschirrspüler hier. Der Geschirrspüler war dran schuld. Das, ja, das war's. Der Geschirrspüler war dran schuld, dass wir den Spieler nicht gehört haben. So. Perfekt. Endlich wieder eine Ausrede gefunden. Mann, 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 Mann. Ist hier unten eigentlich mal wieder was passiert? Nicht. Oh. Genießen wir doch einfach mal den Blick. Zur Bohrinsel. Und die Runde hat er gefunden. Na dann, probieren wir es nochmal. Alles oder nichts jetzt, würde ich sagen. Aber wir kneifen nicht, komm. Wir versuchen durchzuhalten. Schone wieder die. Oh, nee. Nee. Wenn ich jetzt gleich wieder in der Scheune umgebracht werde. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Ach, was für eine schöne Musik. So entspannend. Beruhigend. Wir gehen jetzt tief in uns. Wir spüren die Energie. Entdeckt das Fluidum in euch. Okay, so. Und natürlich sind wir wieder auf der Seite. Natürlich.
Okay. So, da auf den Hochsitz brauche ich gar nicht gehen. Wissen wir ja. Da gibt's nichts. Sei denn, die haben es irgendwann mal geupdatet. Was ich auch nicht glaube. Was ich auch wirklich glaube, dass das, hier auch das Gras ist noch viel mehr geworden, oder? Täuscht das. Der macht heute irgendwie so einen Sound. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendeiner hinter mir läuft. Ich weiß mal auch nicht warum. So, wollen wir rüberlaufen? Ich habe Angst. Wir probieren's. Aber es ist die einzige Stelle, wo wir nicht durchs Wasser müssen. Das Problem ist, jetzt rennen wir wahrscheinlich direkt in den ersten Spawnpunkt rein von jemand anderen. Und dann wird das hier wieder super gemütlich. Immer schön umgucken. Und mir fehlt die Option bei Vigo nach wie vor, wie bei PUBG, die Kamera zu schwenken, während man läuft. Ich hoffe, ihr hört übrigens den Geschirrspüler nicht. Fällt mir jetzt auch mal gerade so ein. Weil der ist echt laut. Auf. Ich schleiche wie eine Katze. Also wie gesagt, wenn wir das hier überleben wollen. Dann muss ich jetzt auch ein bisschen die Klappe halten. Einziger Trost ist, dass wir jetzt schon wirklich ein Upgrade wieder angefangen haben. Aber das soll es ja jetzt nur nicht gewesen sein. So, ich mache jetzt die Tür auf. So ein großes Haus, ey. Ah. Die Türen sind zu, aber kann ja auch einer zumachen, so wie ich immer. Da stehen noch die Autos davor. Ich mag ja diese Häuser. Vom Stil her. Ich finde die richtig gut. Hätte ich auch Bock drauf. So ein Haus? Jo. Echt jetzt, muss ich mich hinstellen? Bisschen durch die Scheiben gucken. Ich will nicht überrascht werden diesmal. Ganz langsam bewege ich mich. Wir gleiten die Treppe herunter.
Hier scheint echt noch alles safe zu sein. Noch. Dann nutzen wir mal die Chance. Oh, wir sind direkt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt wird es mich auch nicht wundern, wenn sich die Leute natürlich hier in den Häusern verstecken. Wo hier die Abwurfzone ist. Eieiei. Ich habe ihn umgebracht. Sehr schön. Die Waffe ist gut. Schade, dass wir die einmal verloren haben. Das Problem ist, wir haben geschossen. Und andere wissen nun Bescheid. Aber das Feedback, dass ich ihn umgebracht habe, das war halt wieder total schlecht, finde ich. Oh, Alter, haben wir viel. Jetzt machen wir mal kurz eins. Wir gucken uns mal ganz kurz das Zeug an. Leg dich mal hier hin. Danke. So, zeig mal her. Okay, Munition. Wir haben 5x das, 17 Nägel. Das ist auch nicht so verkehrt. Das ist schon nicht schlecht. Was machen wir denn? Rausgehen? Oder aufs Paket warten? Wie lange sind wir denn jetzt schon hier auf der Map? Ich glaube, nach 10 Minuten kommt das, ne? Also wir müssten noch ein bisschen überleben. Ja, komm, wir überleben. Los. Wir probieren es weiterhin. Warte mal. Halt. Nochmal einen zurück. Nochmal schnell hinlegen. Auf die Karte nochmal gucken. Von wo. Das heißt also, wir müssten dann diesen Ausgang hier nehmen. Und da dann so schnellstmöglich hinrennen. Wie gesagt, ich glaube, dass jetzt in den Häusern werden die sich versteckt haben. Ich spüre das. Und wer mich umbringt, der wird sich freuen, dass es ordentlich Loot gibt und Waffen gibt. Gucken wir erstmal so ein bisschen durch die Scheiben. Nicht voreilig diesmal sein. Aber es sieht nicht so aus, als ob sich da drin was bewegt. Oh! Ach, der kommt schon! Oh, ist ja super! Der kommt schon! Ja, dann schauen wir mal. Und das ist gar nicht so weit weg, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Hinterm blauen Haus dann wahrscheinlich. Wir haben eine gute Waffe. Wenn da jemand rangeht, Ballermann weg. Wir warten natürlich, ne? Also wir warten wirklich eine ganze Weile. Wir sind nicht die Ersten, die da rangehen, um Gottes Willen. Oh, doch ein bisschen weiter weg, als wir dachten. So, da liegt er. Jetzt warten wir. Da ist der Erste. Und auf den wird schon geschossen. Und er ist tot. Oh, da sind sogar mehrere, die auf den schießen. Er hat sich nicht getraut. Er hat es nicht durchgezogen. Wir warten mal noch ab. Na? Wer geht ran? Ja, jetzt weiß ja natürlich jeder, dass da hingeschossen worden ist. Jetzt kommt der Wecker. Das heißt, es geht gleich los. Wir warten ab. Wir brauchen ja bloß dann da hochrennen. Das ist ja nicht das Problem. Hat man schon Schlimmeres gehabt. Wer geht ran?
Mal hier umgucken. Die Frage ist, ich weiß, dass von dort irgendwo ein Schuss kam und von dort ein Schuss kam. Also so von der Akustik her. Wenn ich jetzt rangehe, sterbe ich, das spüre ich. Wenn wir aber noch länger warten, schaffen wir es vielleicht nicht mehr. Warten, mach mal. Geschirrspüler, du hältst die Fresse. Dich habe ich nicht gefragt. Scheiße, gehen wir ran? Schade, dass das nicht irgendwie farblich markiert wird, wie so eine Wand, ne? Ich sag mal so wie bei PUBG. Oder Apex. Oder was auch immer. Scheiße, wollen wir jetzt hingehen oder nicht hingehen? Ich werde sterben. Okay, ich probiere es, komm. Ach komm, Alter, du Muschi, ey. Mann. Oh, ich werde sowas von sterben. 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 Zuerst habe ich den umgebracht. Und danach werde ich sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Okay, der kann nicht schießen. Okay, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. La 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 la, denn ich weiß nicht, wo der Typ ist. Wir gehen nach Hause. Oder wir warten und warten, bis der rangeht. Dann bringen wir noch einen um. Dann haben wir drei gekillt. Ich glaube, ich will zu viel. Komm, los, Abmarsch. Scheiße. Ich habe zu viel Schaden schon. Verdammte Axt. Oh, hier ist ein Auto noch. Ach komm, du hast genug Loot. Ja, jetzt hör nicht auf, hier so rumzuhusten. Oh, da ist noch ein Auto und Benzin. Das Benzin nehme ich mit. Los. Vielleicht ist der, der da so lauert und schießt. Vielleicht läuft er dann auch den Weg hier lang. Und dann baller ich ihn um. Oh, ist der Weg so weit gewesen? Scheiße. Ja, das muss ich nochmal mitnehmen hier. Wenn schon, denn schon. Muss ich ja lohnen heute. Der Geschirrspüler hat gesagt, mach das. Ich bin so langsam, ey. So weit. Ah, die Kiste liegt immer noch. Kann doch nicht sein, dass der Typ so lange dann erwartet. Der wird doch dann sterben durch diese atomare Mistkacke. Mal war hier noch keiner, oder? Ist ja alles ungelootet. Das kann ich aber nicht lassen. Also ein bisschen müssen wir hier noch nebenbei mitnehmen. Also wenn schon, denn schon. Aber hey, zwei Kills. Da können wir ganz zufrieden sein, ne? Also die Waffe, merken wir uns nochmal. Nicht schlecht. A74 KSU. Schönes Ding. Und man konnte gerade auszielen, es hat nicht geruckelt. Nicht so wie letzte Folge. Tatsache, das Paket ist immer noch da. Was ist denn das für ein Typ dann? Hockt der da ewig jetzt und... Komm schon mit deinem Scheißpaket, komm. Ich laue jetzt noch. Vielleicht kommt er ja hergerannt. Kann doch nicht sein, dass er da nur hockt und nichts damit machen will. Wie war denn eigentlich Heilung? Ach so, hier, ne? Aber habe ich ja nicht. Habe ich nichts eingesammelt, was heilungsmäßig ist? Oder kann ich es nur einfach noch nicht verwenden, mal wieder? Ne, sieht nicht so aus. Ich auch nicht. Nix, nix. Ich würde sagen, das Paket nimmt keiner. Das kann doch nicht sein.
Aber interessant ist schon mal, das können wir ja jetzt schon mal abschätzen. Guck mal, wie lange das eigentlich dauert, bis diese atomare Mistkacke hier irgendwann ankommt, ne? Nimm das Paket. Nimm das Paket. Nimm das Paket. Nimm es. Der Sonnenschein lauert. Welche Option hätte er denn eigentlich? Ach doch, das wird ja farblich markiert. Ach, guck mal. Ach, guck. Ja, guck mal, da ist ja jetzt schon das Rote. Also dann. Opikalobby, dann müsste er jetzt eigentlich bald er das nehmen. Und dann kann er ja eigentlich nur in meine Richtung rennen. Oder er geht übers Wasser rüber. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder es ist halt einfach nur ein Typ, der sich denkt, ey, ich verteidige das Paket, um dann zu sterben. Warum auch immer. Man weiß ja nie, was die Menschen so antreibt. Also jetzt mal ernsthaft. Also wenn jetzt gleich das Rote hier vorne ist, dann Action. Ach nee, guck mal, ich bin ja auch bescheuert. Da ist doch direkt ein Ausgang bei dem Paket. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh man. Aber mich würde es halt interessieren. Geht da noch einer ran oder nicht? Ist mir jetzt scheißegal, ob wir jetzt Überlänge haben. Das ist mir jetzt scheißegal, ich will es wissen. Wird's genommen oder nicht? Das ist hier die Frage. Geben Sie jetzt Ihre Antwort in die Kommentare bei YouTube ein. Nee. Nee, nee, guck mal, da ist er ja jetzt eigentlich schon rot. Das ist ja schon. Das ist ja schon tot. Ich sitze noch im grünen Bereich. Es kommt auch so keiner mehr angelaufen. Schade, ich dachte, wir holen uns noch einen Kill. Ich hab's eigentlich gehofft. Ihr wisst ja, Mann. Wenn man einmal hat und einmal Blut geleckt hat. Dann will man es ja auch eigentlich wissen. Ja, jetzt geht schon die verschwommene Sicht los. Seht ihr das? Und das ist schon bei mir. Nee, dann, das Paket wird keiner nehmen. Was für ein Idiot! Aber Hauptsache dastehen und auf Leute schießen. Oh Mann, jetzt aber schnell. Ah. Ich dachte, ich jetzt hier noch wirklich dadurch gestorben wäre. Eieieiei. Wir wollen mal nicht übertreiben. Aber es hat sich doch gelohnt. Eine AKM haben wir auch noch mit nach Hause genommen. Schöne, schöne Sache. Da bin ich doch eigentlich glücklich drüber, dass wir jetzt nochmal die Runde gemacht haben. Noch schöner wäre es gewesen, wenn ich noch den Loot von den einen eingesammelt hätte, den ich umgebracht habe. Und wenn ich dann noch die Kiste mit nach Hause genommen hätte. Aber hey, wir wollen mal jetzt nicht meckern. Wir haben 2 Kills gemacht. Was wollen wir mehr? Und 40 Minuten. Heute mal eine längere Folge. Aber Vigo ist halt nur einmal in der Mitte der Woche, also am Mittwoch. Da können wir das auch mal auskosten. So, dann schmeißen wir hier mal die AKM gleich raus und die können wir eigentlich für die nächste Runde noch lassen. So, dann schicken wir das hier weg. Aber wobei, die Munition ist dann echt knapp, ne? Können wir die herstellen? Doch, die können wir herstellen. Kick mal. Ach, guck mal. Wir können nur die Waffe halt nicht herstellen. Ja, 120 ist in Ordnung. Mach mal. Mach mal. So. Sehr schön. Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten für die Live-Zuschauer. Dankeschön für die YouTuber, für eure Unterstützung auf meinem Kanal. Wie immer, Dankeschön für Like-Abos, Käsekuchen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in Vigor auf der Xbox One X und natürlich auch auf allen anderen Spielen auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein, euer Sonnechi. Ciao.